Ein Feld in der Nähe von Friedberg. Fährtenleger Christian Rühle zieht eine geheime Spur. Zusätzlich versteckt er Gegenstände. Die müssen gleich gefunden werden, bei der Bayerischen Meisterschaft für Fährtenhunde. Die beiden gehören zu den Favoriten, Hundesportlerin Jasmin Klaus und ihr Schäferhund Cliff. Er ist gut drauf, war gerade im Bach da drin ein bisschen, hat sich die Füße vertreten, gut für den Kreislauf. Es gibt sehr viele Hunde, die werden dann nervös, he? Aber er ist ganz gechillt, ganz ruhig. Gell? Ja. Aber mei, so wie es kommt, so kommt es. Gell? Also komm, geh mal, komm. Bevor es ernst wird, geht's zur Anmeldung. Sie stimmt. Inge Ballonier, Wettkampfrichterin. Sie prüft den Chip, ob auch antritt, wer angemeldet ist. Und, ist das? Jawohl, alles klar. Jetzt noch Taktik besprechen mit Vater Albert, denn die Konkurrenz ist groß. Hier in Friedberg sind heute die 12 besten Fährtenhunde Bayerns. Entscheidend ist da das richtige Zusammenspiel von Hund und Halter. Eine Nervensache. Okay. Einfach cool bleiben. Ja. So locker wie du bist, ist er auch drauf. Ja. Einfach cool bleiben, dass er relaxed ist. Fertig. Ja. Danke. Auf geht's zum Fährtengelände. Nacheinander treten hier die 12 Kandidaten an. Wichtig für die Halter: Konzentration. Und vor allem Ruhe. Wenn der Hund jetzt merkt, dass ich nervös bin, dann denkt sich dann, oh, heute ist irgendwas anders, jetzt ist irgendwas. Und ich muss jetzt schauen, dass ich ruhig bleibe. Und dass ich dann natürlich auch schaue, dass der Hund auch ruhig bleibt. Für diesen Mitfavoriten wird's bereits ernst. Ombre von Prevent. Der Lokalmatador brilliert. Sicher in der Fährte findet er locker den ersten Gegenstand. Ganz ruhig. Und Jasmin? Ah, shit. Jetzt müssen wir mal ausziehen, weil ich Startleiber muss ich noch ohne da. Sorry. Kein Wettkampf ohne Starttrikot. Scheiße, das ist im anderen Auto gefahren. Scheiße. Elisabeth? Wo ist denn Elisabeth? Ich rufe den Papa. Der muss auch so fahren. Indessen findet Ombre auch den letzten Gegenstand. Jetzt entscheiden Kleinigkeiten. 100 Punkte gibt's maximal. Nach dem Wiederansatz sucht er dann überzeugend weiter bis zum Winkel. Bleibt heute 96,5. Ein super Ergebnis, das Jasmin gleich toppen muss. Zumindest das Starttrikot ist inzwischen da. Aber hat sich Hund Cliff von der Nervosität anstecken lassen? Eine Woche zuvor Bad Abbach. Hallo. Ja, hallo. Hier wohnt Familie Klaus und der 9-jährige Schäferhund Cliff, ein Hochleistungssportler, von Vater und Tochter über Jahre trainiert. Der Cliff, das ist ein ganz besonderer Hund. Er hat einen ganz besonderen Charakter, eine ganz besondere Arbeitseinstellung und ist einfach ein Once-in-a-Lifetime-Dog. Ein Hund, den du nur einmal im Leben bekommst. Die Pokale da hat damals mein Vater mit dem Cliff gewonnen in Südtirol, Eppan an der Weinstraße. Das ist der Pokal 7 Länderwettkampf, wo er gewonnen oder der beste Hund war. Die Trophäenflut ist kein Zufall. Vater Albert trainiert Cliff, seit er ein Welpe war und macht ihn zu einem der besten Sporthunde Deutschlands. Dann übernimmt die Tochter und schafft es, an die Erfolge anzuknüpfen. Was mir auch gefällt am Hundesport, ist es einfach, mit Lebewesen, mit Tieren was zu machen. Also der Hund, der will jeden Tag Aufmerksamkeit. Generalprobe vor der Bayerischen Meisterschaft. Vier Gegenstände muss Cliff gleich auf einer unbekannten Fährte aufspüren. Wir fangen jetzt hier an, gehen da eine gerade runter. Das ist der Startpunkt. Von hier führt die Spur in mehreren Winkeln durchs Feld. Darauf verborgen vier genormte Gegenstände. Mindestens 2 Stunden muss die Fährte alt sein, bevor der Hund darauf suchen darf. Jetzt geht's los. Für Schäferhund Cliff ist das Suchen ein großer Spaß. Jasmin dagegen ist schon im Wettkampfmodus. Er ist schon bereit, sagt er. Hund,
Hundeführer Jasmin Klaus meldet sich mit Cliff vom Neuzeller Brunnen zur FH1 Pferdenarbeit. Der Hund verweist. Gut, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Pferdenhund Cliff verfolgt die Spur. Dabei verlässt er sich allein auf seinen Geruchssinn. Findet er einen Gegenstand, muss er verweisen. Cliff legt sich hin. So weiß Jasmin, dass er etwas gefunden hat. Jasmin darf nicht eingreifen, muss aber immer genau wissen, welche Signale der Hund ihr gibt. Wieder was gefunden. Training abgeschlossen. Zufrieden? Es sind viele Spuren drin und das Filmteam war dabei. Also ich bin echt stolz auf ihn. Was erhoffst du dir? Der Sieg natürlich. Aber ob es so kommt, ist es nicht jeder Tag gleich. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben und dann hoffen wir mal das Beste. Zurück bei der Pferdenhundmeisterschaft in Friedberg. Ein Top-Ergebnis jagt das andere. Jetzt sind Jasmin und Cliff an der Reihe. Für den Sieg brauchen die beiden einen perfekten Tag. Entscheidend ist jetzt, dass Cliff und seine Führerin entspannt sind. Der Hund merkt jede Nervosität. Wird es zur Meisterschaft reichen? Hundeführer Jasmin Klaus meldet sich mit Cliff vom Neuzöller Brunnen zur FH1 Pferdenarbeit. Der Hund verweist. Jawohl, viel Erfolg. Los geht's. Cliff verfolgt souverän die Fährte. Aber findet er auch den ersten Gegenstand? Cliff legt sich hin, für Jasmin das Zeichen. Liegt hier der Gegenstand? Erste Hürde genommen. Such. Dann wird's spannend. Plötzlich bleibt Cliff stehen. Hat er etwas gefunden oder die Fährte verloren? Jasmin muss reagieren. Doch sie zögert. Wenn Cliff stehend auf einen Fund verweist, muss er jetzt laut Regel stehen bleiben. Sonst droht Punktabzug. Nein. Hat die Punktrichterin den kleinen Kommunikationsfehler bemerkt? Immerhin, Cliff hat alle Gegenstände gefunden. Aber reicht das? Sie haben sich die Punkte selbst verschenkt heute. Der kann ja sitzend, stehend oder liegend oder im Wechsel verweisen. Ja. Wenn Sie dann hingehen. Ja, weil das ist mir noch nie passiert und deswegen habe ich zu spät erst geschalten. 93 Punkte für Cliff und Jasmin. Der Sieg verschenkt. Ich bin selber schuld. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil der Hund könnte das normalerweise besser. Aber mein Gott, so ist das Leben, ne? Am Ende wird es Platz 9. Im Hundesport entscheiden oft winzige Fehler zwischen Niederlage und Sieg. Wir haben alle gut mit 100 Punkten vorzüglich. Gratuliere. Das Gewinnerduo. Alle Ut hat einen fehlerfreien Lauf hingelegt. Doch auch Jasmin hat ihre Enttäuschung überwunden. Ja, nächste Saison wieder angreifen. Immer weiter nicht aufgeben. Ja. Ja. Für Pferdenhund Cliff zählt sowieso nur eins: die Spielbelohnung mit Frauchen. Pokale sind beim Hundesport eigentlich nur Nebensache. Es geht um das Miteinander zwischen dem Menschen und seinem besten Freund. Bitte lasst los.